Es ist Freitag, wir blicken in die Charts von Euro, US-Dollar, US-Dollar, schwedische Krone und dem Silber. Das zum heutigen Freitag in den Handelsideen und damit erst einmal herzlich willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zu unserem 5. Webinar in dieser Woche. Wie immer auch am Freitag etwas ausgedehnt, da wir machen die Tagesnachrichten auf alle Fälle. Guten Morgen, Olaf. Wir schauen in die kommende Woche. Wir machen heute auch mal einen kleinen Rückblick auf die wichtigsten Themen der aktuellen Handelswoche. Und selbstredend gibt es natürlich den großen Chartcheck wie jede Woche Freitag, bevor wir dann in das edukative oder in den edukativen Teil des heutigen Webinars übergehen. Da geht es in Folge zum Webinar über das Daytrading heute einmal über eine Strategie, die im Daytrading gut genutzt werden kann, um Renditen zu erwirtschaften. Das Ganze heute als Handelsstrategie für den Lieblingsindex vieler deutscher Trader im DAX. Das kommt dann später. Zuvor auf alle Fälle hier wieder der Risikohinweis, den bitte ich an der Stelle auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFD auf Margin, der kann zu Verlusten führen. All diejenigen, die hier auch live zuschauen, sei auch gesagt, Fragen oder Wunschmärkte jederzeit gern. Bitte, guten Morgen, Elna, bitte einfach in die Chats reinposten und dann können wir sehr, sehr gern darüber sprechen. Schauen wir, was heute auf uns wartet. Nummer 1. Heute ist der dritte Monat mit dem dritten Freitag im Jahr. Das heißt, die großen, großen Verfallstage warten ja viermal im Jahr auf uns. Heute ist einer davon, das heißt der sogenannte Hexensabbat. Da kann es zu ungewöhnlichen Bewegungen kommen. Müssen wir abwarten, was kommt, ob was kommt. Ich weiß es wirklich nicht, aber nicht selten sind solche Tage auch schon Wendepunkte gewesen. Also es bleibt auf alle Fälle spannend, wenn die großen Indizes dann hier bei uns in Deutschland und auch in den USA verfallen. Was gibt es dann von den normal geplanten Tagesnachrichten noch? Um 10 Uhr aus den USA den Energiebericht der Energiebehörde oder den Monatsbericht der Energiebehörde. Ob der großen Ausschlag auf die Märkte hat, ich weiß es nicht. Aber er steht auf alle Fälle auf der Liste. Um 11 Uhr gibt es dann hier in der EU den Verbraucherpreisindex. Wir haben es hier stehen. Wir haben zweimal die Kernrate und den Verbraucherpreisindex. Wir haben Prognosen stehen. Wir waren ja schon mal höher. Vorher waren es 1,5% Zuwachs. Die Prognose sind auch bei 1,5%. Ich bin gespannt, wie sich die Verbraucherpreise hier an der Stelle entwickeln. Wenn man so dem folgen kann, was die EZB so sagt, sollte der Inflationsdruck sehr, sehr schwach sein. Das heißt, ich vermute mal, es wird hier keine negative Überraschung geben. Was gibt es noch heute Nachmittag aus den USA? Es gibt den New York Empire State Herstellungsindex für den Monat März. Es gibt Daten zur aktuellen Industrieproduktion, das um 14.15 Uhr. Um 15 Uhr gibt es dann die öffentlichen Stellen hier, die JOLTS-Stellenangebote. Um 15 Uhr weiterhin die Uni Michigan. Die kommt mit den Konsumentenerwartungen und dem Verbrauchervertrauen. Und dann gibt es am Abend noch die CFTC-Nachrichten, das heißt hier den COT-Report. Und wen das interessiert, es gibt immer mal aus den USA auch noch ein paar Meldungen zum Thema Ölbohranlagen. Das wird heute am Nachmittag in den USA, am Abend hier bei uns in Deutschland um 18 Uhr mit veröffentlicht. Das also die wichtigsten Daten für die heutige Handelssession hier bei uns und damit gehen wir direkt rein in die aktuellen Handelsideen und zwar starten wir hier, wir haben es offen, ich habe es auch angekündigt, wir starten mit dem Euro-US-Dollar. Wir hatten ja vor ein paar Tagen viel Freude nach unten, danach viel Freude nach oben für diejenigen, die den korrektiven Handel gerne auch betreiben. Wir haben es ja gesehen, nach so starken Rutsch nach unten kommt häufig erst einmal eine Gegenbewegung. Zumindest auch dann, wenn man in der Verortung so ist, wie wir es hier gewesen sind, dass wir hier im laufenden Abwärtstrend und im übergeordneten Abwärtstrend weit in die Bewegung reingelaufen sind. Wir haben wichtige Tiefs rausgenommen und da kommt dann erstmal nichts, gerade wenn man so einen Rutschtag hier hinter sich hat. Da ist es ganz klar, dass hier Bewegung nach oben erst einmal wieder kommt. Der Abpraller ist auch gekommen, er hat sich schön ausgedehnt. Gestern gab es hier nun ein erstes Signal, dass der Markt möglicherweise nach unten umdrehen könnte. Ich sage hier mit Absicht und auch ganz vorsichtigerweise, nur möglicherweise, weil die Korrektur ist halt wirklich noch nicht zu Ende. Das heißt, wir haben zwar hier gestern die erste Umkehr gesehen, wir haben gestern nach 1, 2, 3, 4 Tagen in Folge mit Anstiegen mal einen Rückgangstag gehabt.
Man muss das Ganze aber erst in Bestätigung sehen. Das heißt, sollte es noch weiter nach oben gehen, im Sinne dieses Trends hier, den wir unten laufen haben, könnte der Markt ja hoch korrigieren, problemlos, bis hier aufs Korrektur hoch bei 1,14, 1,96. Das wäre dann Korrektur in ganz tiefem Maße. Alles kein Problem. Wenn das kommt, wenn wir hier oben über das Tagestief von vorgestern drüber laufen, dann haben wir relativ nahe schon das nächste Tagestief bei 1,13. 13.409 liegen, da kann Schwung nach oben reinkommen und dieser Schwung könnte durchaus auch zum nächsten Tageshoch hier führen bei 1.13.812, bevor man dann oben hier angekommen ist. Das muss man als Trader auch auf dem Schirm haben. Selbstverständlich kann der Trend auch brechen, man weiß es nicht, aber da, wo wir jetzt stehen, ist auf alle Fälle so ein bisschen was da, wo hier Bewegung reinkommen kann. Wir sehen aber auch hier oben kam halt keine Käufer mehr auf. Das wurde vorgestern getestet, da kam der Rücksetzer. Das wurde gestern getestet, da kam der Rücksetzer. Mal schauen, wie sich das Ganze heute anlässt. Mit Blick nach unten läuft das Ganze in Bestätigung der gestrigen Tageskerze unter das Tagestief von gestern. Wir hatten das bei 1,12,942. Dann haben wir Tagestiefs hier liegen. Das nächste Tagestief wartet dann bei 1,12,773. Das danach und das davor, je nachdem wie die Lesweise ist, ist es bei 1,12,439 angesiedelt. Ziel des Ganzen, wenn sich die Bewegung fortsetzt, hier aus der tieferen Korrektur heraus, erst einmal auf alle Fälle hier unten, dieser Bereich um das Low bei 1,11,763. Und damit wir, wie immer hier auch im Kontext bleiben, wir schauen uns das Ganze mal im Stundentrend an und im Stundentrend sieht man halt, dass es schon einen Grund dafür gibt, dass ich aus meiner Warte her noch ein bisschen vorsichtig bin, damit schon zu sagen, der Markt dreht jetzt definitiv um, weil dieser Trend hier nach oben, der ist halt noch da, ne? Was heißt, hier haben wir ja die letzte Bewegung gesehen. Die Bewegung hat uns auch einen trendigen Markt gezeigt. Das sieht man schön in den 5 Minuten. Und hier schwingt der Markt jetzt so ein Stück für Stück runter. Aber man muss halt auf die Bestätigung warten. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist momentan nur aufgrund der weiten Ausprägung Korrektur der letzten Bewegung. Das heißt, all das, was wir hier abwärts gerichtet sehen, läuft zwar auch trendförmig, sieht man in den nochmal untergeordneten Zeiteinheiten. Wenn die Stunde den Rahmen vorgibt, dann wird die 5 Minuten hier der Abwärtstrend jetzt natürlich zu sehen sein. Das Ganze läuft dann nach oben. Wenn es weiter nach oben geht, ist die Bewegung weiter fortgesetzt. Das heißt, hier wäre das dann, wenn wir oben drüber steigen, die Fortsetzung dieses hier auf der Stunde ersichtlichen Aufwärtstrends und der kann uns dann durchaus noch nach oben führen. Läuft der Markt allerdings runter, dann haben wir hier einen validen Abwärtstrend, auch in der Stunde, der in Richtung des Tagestrends läuft. Und hier unten drunter hat er halt dann entsprechend auch diesen Aufwärtstrend gebrochen. Das heißt, die korrektive Phase auf Trendsichten der Stunde ist damit weg und damit ist der Platz nach unten wieder freigegeben. Das heißt, hier muss man sich einfach ein bisschen geduldig auf die Lauer legen und dann zuschlagen, wenn der Markt uns zeigt, was zu tun ist. Damit raus aus dem Euro, rein in das nächste Währungspaar hier, US-Dollar, schwedische Krone. Ein interessanter Markt, wie ich finde. Was macht es interessant? Interessant macht das Ganze hier mit Blick in den Tageschart, die Situation, wo wir momentan sind. Wir sind in die tiefe Korrektur gelaufen. Wir sehen hier schön diesen nach oben laufenden, trendigen Markt. Hier sehen wir den Schwung, die Bewegungen, die Korrekturen. Die letzte, erste initiale Bewegung hat sich schön nach oben geschwungen. Dann kam eine Korrektur. Die zweite Bewegung war auch wieder im Schwung trendförmig zu sehen. Jetzt ist der Markt hier seit geraumer Zeit im Bereich dieses Korrekturtiefs hier, der Bewegung, des Bewegungstrends angekommen. Hier unten die Marke von 92775. Das hier als Unterstützung zu sehen. So richtig runter will der Markt hier nicht, so richtig hoch will der Markt hier nicht. Gestern gab es ein erstes Indiz dafür, dass man doch ein bisschen nach oben möchte, aber die Bestätigung bleibt auch hier noch aus. Das heißt, mit Blick auf die aktuelle Verortung, wenn die Unterstützung, die hier ist, Früchte trägt und der Markt tatsächlich nach oben läuft, weil sich hier keine Verkäufe mehr finden, wäre das möglicherweise hier die Initialzündung, den Markt nach oben zu schieben. Anlaufpunkte nach oben hin für die neu gestartete Bewegung sind dann selbstredend ein paar Tageshochs, die wir hier liegen haben. Das von gestern bei 9,33, 9,05 und dann liegen hier die nächsten zwei bei 9,37, 683 bzw. hier oben bei 49,977. Ziel hier oben, auch wenn sich der Trend fortsetzt, er muss auf alle Fälle mal über das Top bei 9 Euro, nein, bei 9 schwedischen Kronen 449 oben drüber laufen. Mit Blick nach unten, wenn die korrektive Phase doch noch nicht vorbei ist und dieser Bewegungstrend hier komplett rausgenommen wird, dann blicken wir hier unten
Da ist dann der Weg natürlich erst einmal frei in den Supportbereich hier, in das aktuelle Korrekturtief des übergeordneten Trends. Und das liegt hier unten, wir sehen es im Chart, bei 9,16725. Soweit hier in der US-Dollar-Schwedenkrone im Tag und in der Stunde. Da sehen wir das, was wir auf Tagesbasis auch gesehen haben. Hier unten kommt immer so ein bisschen Kauflust wieder auf. Bis jetzt, man muss sehen, ob es bleibt. Wenn der Markt deutlich nach oben läuft, dann wäre es gut wirklich, wenn er hier oben drüber läuft, weil dann nimmt er den Abwärtstrend raus und damit wäre das Ganze hier Geschichte und der Markt läuft wieder in die Bewegung rein. Und man sieht auch sehr, sehr schön im Verlauf des Stundentrends, dass sich das auch so deckt mit den Dingen, die wir gerade im Tageschart gesehen haben. Hier die Swing Highs, das heißt dort, wo die Korrekturhochs reingelaufen sind, das sind auch markante Punkte hier im Chart der Stunde, die man als Händler sehr, sehr gerne auch und gut als Orientierung mit nutzen kann. Damit zum nächsten Punkt und zwar im Bereich der Rohstoffe. Hier und heute jetzt in den Silberpreis mal wieder rein. Silber hatten wir ja vor kurzem auf der Uhr mit einer Long-Idee, die hat gut geklappt. Die zweite Long-Idee wurde gar nicht erst getriggert, da hat der Markt dann rumgedreht. Bevor wir uns jetzt hier mit dem Tageschart beschäftigen, gucken wir aber nochmal in den Wochenchart. Warum gucken wir in den Wochenchart? Das werden wir gleich sehen und zwar liegt das an der Tatsache, dass wir in der Woche das ganz, ganz, ganz große Bild, das zoome ich mal noch kurz etwas zusammen, das ganz, ganz große Bild hier in der Woche, das ist von Abwärtsdynamik geprägt. Es hat aber immer wieder ausladende Korrekturbewegungen nach oben gegeben. Die kann man auch sehr gut traden, weil wir sprechen hier immerhin vom Wochentrend und das, was sich in der Woche sozusagen abbildet, das läuft ja durch die Tage. Da hat man genug Zeit, genug Platz. Das ist ja das Schöne, dass wir hier aus diesen Dingen immer wieder reinschauen können. Aber es ist halt gut, wenn man sich die Verortung immer mal ein bisschen anschaut und wie die ersten Kerzenbilder ausschauen. Und wenn wir uns das Ganze hier mal mit Blick in die Woche auch ansehen, dann sehen wir hier, das habe ich mal eingezeichnet, das hier ist der grüne Trend, der Aufwärtstrend, den wir auf Tagesbasis gesehen haben. Und wir sehen hier, dass dieser Tagestrend, das sehen wir auch schön im Wochentrend, dass der hier gebrochen wurde, dass wir eine schöne Korrektur gehabt haben, rein in den Bruchbereich nochmal. Also das ist ein ganz, ganz normales Verhalten hier. Und jetzt dreht der Markt hier rum. Das heißt, der ist schon nach unten gelaufen und hier könnte es jetzt wirklich passieren, dass wir eine schöne Umkehrkerze nach unten auch auf Wochenbasis bekommen. Wenn die ihre Bestätigung findet, dann ist der Markt erstmal oder der Weg erstmal frei hier unten in das Low rein bei 14,97, bricht das Ganze dann auch weg, haben wir viel, viel Luft nach unten. Also wir sehen, der Silberpreis, wenn er die negativen oder die bärischen Tendenzen weiter beibehält, es gibt mit Blick in die Woche genug Platz nach unten zum Traden, die, wenn der Markt das Ganze spielt, uns das Potenzial auch ausreizen lassen. Und das begleiten wir dann hier selbstredend auch immer wieder in den Morning Briefings, die wir hier machen. Jetzt aber zurück zum Tageschart. Da sehen wir hier, das war der kleine Schwung, die kleine Trendentstehung hier untergeordnet. Zack, und dann hat es das Ganze geschoben. Und den Aufwärtstrend, den wir hier seit geraumer Zeit im Silber laufen hatten, der ist erstmal rausgenommen worden. Der Test hier oben des Ausbruchslevels, der ließ sich schlecht an, er wurde getestet, aber hier haben wir gleich die Umkehrkerze wieder gehabt. Das heißt, wir sehen hier, ist das Umkehrsignal gekommen und das wurde dann richtig mit Schmackes rausgenommen. Auf Tageschartblick, jetzt haben wir, was haben wir hier? Die Kerze nach oben, das ist die klassische Gegenbewegung zu so einem starken Schub nach unten. Mit Blick in diese übergeordnete Dynamik hier lässt es sich an, wenn der Markt hier wieder rumdreht. Wir gucken uns das gleich noch in der Stunde an. Wenn er wieder rumdreht, dann ist es natürlich gut, wenn wir den Abwärtstrend hier erwischen, weil dann laufen wir mit dem Abwärtstrend der Stunde rein in den Abwärtstrend des Tages, in den Abwärtstrend der Woche. Hervorragend, besser kann es nicht laufen. Nächster Anlaufpunkt auf der Unterseite, wenn wir auch hier drunter laufen, und das Tagestief von gestern bei der Marke von 15,13,7 hin zum Tief hier unten bei 14,97. Danach ist Luft nach unten. Das haben wir ja gerade auch in der Woche gesehen. Hier ist noch einiges da. Hier drüben haben wir so ein bisschen einen Staubereich, der als nächster Anlaufpunkt gelten könnte. Hier, das wäre diese Marke, dieser Bereich. Das mache ich mal kurz grün, weil es ja ein Support ist. Hier hat sich der Markt immer mal ein bisschen hin und her bewegt. Von unten hat es sich schwer getan, nach oben zu laufen. Immer wieder der Widerstandsbereich gewesen. Dann ist er endlich nach oben reingelaufen. Möglicherweise bietet das dann als nächstes den Support, wenn wir auch nach unten laufen sollten. Müssen wir schauen. Jetzt blicken wir noch hier in die Stunde rein, weil wir sehen in der Stunde das Gleiche natürlich wie im Tag. Wir sehen hier schön, das was ich eingezeichnet habe, die starke Abwärtsdynamik. Jetzt kommt hier die korrektive Phase und wenn das Ganze dann wieder rumdreht, dann läuft es wieder in Richtung Süden, das heißt nach unten hin in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends. So,
Gut, jetzt habe ich noch eine Frage. Ich lese mal ganz kurz. Olaf fragt zum Euro-US-Dollar. Würdest du mitgehen, dass der Stundenabwärtstrend im Bereich 1,1319 bis 1,1324 gebrochen ist? Oder liege ich falsch? Da gucken wir gleich mal rein. Das ist schön. Olaf, danke für die Frage. Das sind ja genau die Dinge, weshalb wir hier morgen auch immer reinschauen, morgens immer reinschauen. Wir sind ja jetzt fertig mit den Handelsideen. Das heißt, wir blicken nochmal in den Chart vom Euro-US-Dollar und dann gucken wir hier in den kleinen Bereich mal mit hinein. Und da ist halt die Frage, wenn der Abwärtstrend im Bereich 1,13 in der Stunde gebrochen ist. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, zoomen mal etwas näher zusammen hier das Ganze. Kurzen Augenblick. So, minus, zack, so. Folgendermaßen, also was wir hier haben, den Abwärtstrend in der Stunde, den haben wir ja jetzt erst einmal hier laufen. Der läuft ja hier runter, schön nach unten gelaufen. Das war der Abwärtstrend. So, hier oben in diesem Bereich, das ist diese Marke hier. Hier kam rein technischer Natur der Trendbruch. So, da sind wir weg. Da sind wir hier oben drüber gelaufen. Das heißt, der Trend, den wir hier hatten, der ist nicht mehr vorhanden. Der ist rausgenommen worden. Dieser Aufwärtstrend, der sich hier gebildet hat, der hat diesen Abwärtstrend auch rausgenommen. Das heißt, Olaf, der Trend hier, der ist schon weg, und zwar 1,1321, 1,19. Das heißt, das ist Historie. Das heißt, der ist jetzt raus, voll und ganz weg. Wenn sich das Ganze hier nach oben hin fortsetzt, dann ist das Thema hier erledigt. Ich glaube, wir lesen hier gerade ein paar falsche Zahlen oder ich verstehe dich nicht ganz richtig, weil der Trend ist ja schon gebrochen. Wichtig ist, was jetzt am Ende passiert. Olaf, kurzer Feedback an dich. Habe ich was falsch gelesen oder ist die Frage damit richtig beantwortet? Warte einfach mal kurz, ob ich eine Rückmeldung bekomme. So. Gut. Dann würde ich sagen, Olaf schreibt jetzt nicht zurück. Möglicherweise geht es gerade nicht zum Schreiben. Olaf, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten, aber der Abwärtstrend hier ist auf alle Fälle groß gesehen. Olaf, ich stehe gerade hier auf dem Schlauch. Der Abwärtstrend in der Stunde ist hier, wie er ist. Er läuft nach unten. Hier haben wir das letzte Korrekturhoch. Da sind wir drüber. Der ist gebrochen. Da gibt es jetzt aus technischer Sicht nur diese Marke. Der nächste Punkt ist halt weit, weit weg, wenn wir uns auf die Stunde anschauen, das Ganze. Und damit ist der durch. Und mehr sehe ich hier an dieser Seite. Gut, du hast es so gesehen. Passt, ist in Ordnung. Klasse. Olaf. Danke für die Zeit hier und ich sage mal, wir gehen jetzt weiter in den nächsten Punkt hinein und zwar schauen wir mal auf die wichtigsten Nachrichten, die wir in dieser Woche bekommen haben. Das geht immer so ein klein wenig unter. Ich sage zwar immer jeden Morgen hier, ich gehe auf die wichtigsten Tagesnachrichten ein, aber diese wichtigen Nachrichten, die bewegen ja die Märkte auch ein bisschen und nicht nur häufig an dem einen Tag, wo sie veröffentlicht werden, sondern auch ja immer mal noch ein bisschen im Nachhinein, wo man beziehungsweise, wo man nicht nur im Nachhinein profitieren kann, sondern wo man auch so ein bisschen sich ein rundes Bild machen kann. Was machen denn beispielsweise fundamentale Daten? Wie reagiert der Markt auf diese fundamentalen Daten? Was haben wir diese Woche gehabt? Kleine Zusammenfassung des Ganzen. Die wichtigsten Punkte hier, Sie sehen es, es sind nur die wichtigsten Relevanzen aufgeführt. Wir hatten am Montag die Einzelhandelsumsätze aus den USA, die sind allesamt besser ausgefallen, als das erwartet wurde. Das heißt hier auch ein schönes Bild. Wir haben ja auch gesehen, wie entsprechend die Indizes reagiert haben. Am Dienstag dann gab es das Thema Verbraucherpreisindex. Das ist ja auch immer so ein bisschen wichtig für die Inflation. Da war die Prognose bei 0,2. Der aktuelle Wert hier 0,1, das Ganze etwas unter der Prognose. Am Mittwoch gab es dann die Auftragseingänge für langlebige Güter und auch den Erzeugerpreisindex. Beide waren etwas unter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Rohöllagerbestände haben positiv überrascht. Man hat eigentlich mit einem Zuwachs also aufgewartet, beziehungsweise damit gerechnet, dass der Zuwachs da ist. Aber es kam zu einem Rückgang. Das hat die Märkte auch positiv bewegt. Wir haben ja gesehen, der Ölpreis konnte gut mit ansteigen. Am Donnerstag haben wir dann aus China Daten zur Industrieproduktion bekommen. Da war eine Prognose von 5,5%, das Ergebnis hier 5,3%. Das hat jetzt allerdings keine dramatischen Auswirkungen auf die Charts gehabt, aber es war halt etwas weniger als erwartet und das Ganze ist halt auch rückläufig, wenn man sich mal anschaut, wie der vorherige Wert war.
Der war bei 5,7, jetzt haben wir eine 5,3. Da gibt es schon gewisse Tendenzen, muss man mal ein bisschen beobachten. Und die Verkäufe neuer Häuser für den Monat Januar, hier waren erwartet 622.000, jetzt waren es 607, also auch diese Zahl etwas unter den Erwartungen. Das zu den wichtigsten Terminen, die wir in dieser Woche bis gestern hatten. Und damit schauen wir in die kommende Woche hinein, und zwar die wichtigsten Termine hier mit Blick auf Deutschland, die Eurozone und den USA. Wir bekommen am Dienstag den wichtigen ZEW-Konjunkturindex, das heißt die ZEW-Konjunkturerwartungen bekommen wir hier. Am Mittwoch aus den USA einige Nachrichten, wie immer die Rohöllagerbestände, und es ist Zinssitzung in den USA, beziehungsweise dann bekommen wir auch die Pressekonferenz. Eine sehr, sehr wichtige Woche für diese Sache. Wir hatten ja in der Besprechung zum Beispiel schon gesehen, wo lang es geht, wie die Wirtschaft gerade tickt bei den Zinsen. Wir sehen es, der Markt rechnet nicht mit einer Zinsanhebung. Von der Seite her sollte da auch keine böse Überraschung kommen. Die Pressekonferenz ist hier das Wichtige. Am Donnerstag dann bekommen wir ebenfalls aus den USA den Philly Fed Herstellungsindex, und am Freitag bekommen wir den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hier in Deutschland, und in den USA wieder die Verkäufe bestehender Häuser. Also Sie sehen, an dieser Stelle für die nächste Woche auch einige sehr, sehr bedeutende Wirtschaftsnachrichten, die wir nutzen können, um die Märkte gut und gerne zu traden und zu den Zeiten auch den ein oder anderen kurzfristigen Trade mit den Marktreaktionen machen zu können. Punkt News Trading. Immer wieder schöne Sachen hier in der Planung. Und damit gehen wir wieder rein in die Charts, und in den Charts blicken wir jetzt selbstredend wieder in die großen Indizes hinein. Das heißt, wir schauen eben, wo wir stehen, was passiert. Wir haben den DAX hier offen. Der DAX funktioniert momentan auch sehr, sehr schön. Wir laufen hier im großen Bild weiter schön nach oben. Der Markt strebt wieder an die Marke von, ja, wir haben es hier gehabt, im Hoch knapp 11.700 Punkte. Wir sind auf dem Weg. Aktuell hat das sich die letzten Tage so ein bisschen schwer getan hier oben bei der Marke um die, wo war das hoch gewesen, 11.635. Also er tut sich hier bei 11.600 über den Daumen 50 momentan noch ein bisschen schwer, nach oben reinzulaufen, aber wenn die Nachrichten positiv sind, der Euro kommt ja jetzt auch ein bisschen wieder zurück oder ist wieder etwas zurückgekommen. Das hat unter Umständen auch weiter positive Auswirkungen. Es ist eine schöne Geschichte. Es läuft nach oben. Wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass der Support hier unten bei 11.400 Punkten liegt. Der Markt jetzt halt hier runtergeschwungen ist, oben drüber. Wenn der Bruch über oder der Durchstoß durch die knapp 11.700 Punkte Marke hier oben auch wirklich kommt, dann haben wir den nächsten Anlaufbereich hier bei 11.800 und knapp 50 Punkten. Das ist da. Die Chance haben wir auf alle Fälle. Spannend wird es immer, gerade auch im kurzfristigen Trading-Bereich. Was passiert denn hier oben an dieser Stelle? Läuft da drüber oder klopft da nur mal kurz an die Tür an und läuft dann wieder nach unten? Da brauchen wir noch etwas an Geduld, bis das kommt. Diese Entscheidung ist noch nicht getroffen, aber wir haben auf alle Fälle die Karten offen, was hier oben passieren wird. Vielleicht gibt es heute am Verfallstag schon eine Entscheidung, in welche Richtung wir kurzfristig zumindest weiter agieren werden. Das also hier zum DAX. Schauen wir in den US-Markt rein, den S&P 500. Den haben wir ja auch auf der Uhr gehabt, auch in dieser Woche. Gestern hier an dieser Stelle. Er klebt momentan oben fest im Widerstandsbereich. So, er sammelt sich sozusagen. Das heißt, es kommt hier jetzt noch nicht zum großen Abverkauf. Ja? Er hat schon mal schön Luft geschnuppert. Danach kam normales Durchatmen, weil dieser Widerstand hier oben, der ist nicht von Pappe. Der hat hier drüben lange Zeit gehalten, und der Markt hat immer mal nach dem Rückgang tief durchgeatmet und ist genau wieder dort auf Verkaufdruck gestanden. Das Ganze ist wieder passiert. Das Ganze ist wieder passiert. Heißt also, es ist nicht damit zu rechnen, dass man da so leicht durchgeht. Eher etwas Verharren hier auf hohem Niveau oder etwas Korrektur nach unten. Verharren auf hohem Niveau wäre hier definitiv ein Zeichen von Stärke. Das heißt, hier oben etwas Seitwärtsbewegung
und dann den Schub nach oben. Das wäre sehr, sehr interessant zu sehen. Das wäre etwas, was ich mir persönlich wünsche. Ob der Markt mir den Gefallen tut, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe es auf alle Fälle auf der Uhr. Wenn es dann drüber geht, dann ist, wie schon gesagt, der Weg zum Allzeithoch nicht mehr weit. Wir haben ja hier drüben das Allzeithoch liegen um die Marke von 2940 Punkten. Das ist hier dynamisch dann auch mit drinnen. Wir sehen, der Trend auf Tagesbasis läuft schön aus den Schwüngen nach oben. Und wir sehen ja momentan auch hier, es funktioniert. Die Umkehr aus den tiefen Korrekturen oder aus den Korrekturen an sich, die laufen momentan relativ gut. Hier also die Bullen weiterhin tonangebend im S&P 500. Das gleiche Bild sehen wir hier im Dow, wobei der Dow etwas weiter nach unten abgeschlagen ist, aber nichtsdestotrotz, die Richtung ist hier ähnlich. Das heißt, der Markt läuft hier Stück für Stück nach oben. Wir haben hier die Umkehrmuster da gehabt und konnten schön die letzten Tage nach oben ansteigen. Hier, wer es mitbekommen hat, man sagt so schön, die Boeing hat hier etwas Performance gekostet. Die Boeing ist ja auch relativ stark gewichtet im Dow Jones und die ist ja durch die Sache mit dem Flugzeugabsturz etwas unter die Räder gekommen. Das merkt man natürlich in so einem Index auch, dass da hier mit etwas gebremstem Schaum gefahren wird. Aber auch hier das bullische Bild weiterhin schön in Ordnung. Wir sind schön tief in die Korrektur reingelaufen. Jetzt ist es halt wichtig, dass wir uns fangen und weiter nach oben laufen. Und wir merken ja, hier oben an dieser Stelle, in diesem Bereich hier, wo wir da gerade liegen, um die Marke, wo haben wir hier oben stehen? Wir haben hier so ein bisschen einen Deckel drauf, um die ja, 25.780 Punkte. Da wollte noch nicht so richtig hoch. Aber wir sehen hier die ansteigenden Tageshochs. Das ist interessant, das ist ein positives Bild. Und wenn sich das weiter fortsetzt, dann haben wir alle Chancen, hier oben reinzulaufen, wieder Richtung Trendhoch. Wir haben ja auch ein paar Marken noch von vorne liegen. Und danach hier diese Bereiche um die 26.000 Punkte oder 26.100 und hier oben dann die knapp 26.300 Punkte. Marke auch anzulaufen. Das heißt, hier der Weg ist auch schön vorgegeben. Wichtig ist zu beobachten, was passiert, wenn wir hier oben sind. Schafft das direkt rüber oder kommt erstmal ein bisschen durchatmen noch? Das ist das aus den tiefen Korrekturen. Gibt es Situationen, da läuft der Markt halt nicht einfach schnurstracks durch, sondern pendelt oben noch so ein bisschen rum, atmet mal durch, Luft holen und dann zack, geht es oben drüber. Szenarien, die wir hier haben, aber auf alle Fälle auch mit Blick in das große Bild, was wir hier drüben haben, seit dem Tief im Dezember weiter schön bullisch gesehen, wunderbar, alles hier im grünen Bereich. Gleiches Bild auch im technologielastigen Index. Das erinnert jetzt so ein bisschen mehr an den S&P 500. Nein, das ist der S&P 500, den wollen wir haben hier. Das erinnert natürlich nicht an den S&P 500, sondern jetzt sind wir hier im Tech DAX, im US-Tech, das heißt im Nasdaq. Und da sehen wir schön die Fortsetzung. Hier kann ich das Bild gleich mal noch weiter zaubern an dieser Stelle. Das heißt, wir haben jetzt hier ja schön einen laufenden Aufwärtstrend. Und hier sehen wir mal, wie das Ganze auch gut funktionieren kann, wenn wir die Trendfortsetzung bekommen. Das heißt, wir sind ja schön aus der tiefen Korrektur rausgekommen und haben das Ganze fortgesetzt. Heißt also hier an dieser Stelle von unten, das Umkehrsignal wurde schön bestätigt und wir laufen jetzt nach oben hier in einer sehr, sehr schönen dynamischen Aufwärtsbewegung. Hier ist auch momentan Sammeln auf einem hohen Niveau angesagt. Das heißt, hier schön der Spike nach oben. Und jetzt bleibt der Markt so ein bisschen hier oben liegen. Das ist interessant. Das ist so ein bisschen ein Zeichen von Stärke. Und wenn sich diese Stärke dann nach oben entlädt, sehen wir hier als nächstes schon die Marke von 7.354 Punkten, was dieses Hoch gewesen ist. Nächster Anlaufpunkt nach oben. Mittelfristig hier auf alle Fälle, auch wenn die Märkte weiter so schön bullisch bleiben, das Hoch hier drüben um die Marke von, wo haben wir es gehabt, das Allzeithoch 7.706 Punkten. Das also hier im großen Tageschart, den wir hier sehen können. Also wunderbar, wie das Ganze auch gelaufen ist. Und wir sehen, hier sind die wichtigen Level und da läuft der Markt rein. Alles wunderbar, alles schön im grünen Bereich. Und damit gucken wir jetzt nochmal auf das WTI. Da gab es ja diese Woche auch die Zahlen zu. Wartet, ich glaube, den WTI sehen wir hier drüben in diesem Fenster etwas besser, weil ich da mal eine Tagesvorbereitung gemacht habe. Genau, hier sind wir auch schön aus diesem Band ausgebrochen. Da hatte ich ja gesagt, da gab es hier das Tief, der Tiefbereich bei 54, 35 und dann hier oben der Deckel drauf, eine ganze Weile gewesen bei 57, 45. Jetzt sind wir drüber, jetzt haben wir hier diesen wichtigen Widerstand bei knapp 58 Dollar auch rausgenommen. Der Markt etabliert sich weiter schön nach oben. Die Zahlen von den Rohöl-Lagerbedarfen wurden sehr, sehr wohlwollend aufgenommen. Und wir sehen es, der Markt läuft hier schön
schön Stück für Stück nach oben. Nächster Anlaufpunkt hier möglicherweise, wo man etwas zögern könnte. Eventuell wäre hier das Tageshoch um die Marke von 59,30. Ob da was kommt, man weiß es nicht. Aber es ist auf alle Fälle ein Bereich, wo der Markt hier schon mal nach unten gedreht hat. Möglicherweise der nächste Anlaufpunkt. Auch hier die Bullen weiter schön im Takt. Schön der Aufwärtstrend nach oben gelaufen. Auch eine vernünftige Korrektur. Also hier trendtechnisch par excellence. Alles gut aus der nächsten Korrektur. Kann dann wieder gehandelt werden. Die Bewegung steht hier im weiten Fortschritt. Wenn eine Korrektur kommt, kann man das traden oder aber man wartet ab. Aber auf alle Fälle das große Bild hier im Öl ist gut. Die Wirtschaft läuft relativ rund. Die Nachfrage ist auch mit da. Das zeigen uns die Rohöllagerbestände. Und wenn die weiter anhaltend auch im abnehmenden Bereich bleiben, dann spricht ja auch von fundamentaler Seite her relativ wenig dagegen, dass wir jetzt plötzlich wieder stark fallende Ölpreise sehen sollten. Das also von dieser Seite her. Und damit der Blick auf die großen Indizes und ein bisschen Rohstoff heute miteinander hier besprochen. Ich schaue mal schnell rein. Fragen sehe ich aktuell in den Chats keine. Das heißt, wir machen hier an dieser Stelle jetzt weiter mit dem edukativen Part. Da mache ich wie immer kleinen technischen Schnitt, damit das zweite Video auch separat da ist. Und dann sprechen wir über das Thema hier. Fehlausbrüche, eine der Top-Strategien im DAX. Das gucken wir uns gleich an. Ich mache nur kurz den Break.